uns tust, nämlich in die Natur zu nehmen. Es ist ein Baum dein Gesprächspartner geworden in diesem letzten Jahr. Das klingt. Der spricht ja auch nicht. Ja, nein, das war nicht so. Eine Schwarzföhre ist es bei Matthias, die letztendlich die Projektionsfläche für die Innenschau ist oder für die Auseinandersetzung mit dir selbst und dem Leben, oder? Nein, sie ist mehr. Sie ist tatsächlich, es ist was anderes als ein Selbstgespräch. Davon bin ich überzeugt. Als Autor bin ich auch Künstler und es wird bilderischen Künstlern wird ganz einfach zugestanden, dass sie irgendwo im Schöpfungsakt, dass da irgendeine Energie durchfließt und der Pinsel wird irgendwie von anderen Kräften geführt. Bei Autoren und die dazu noch andere Berufe haben, wird das nicht so akzeptiert, aber ich kann berichten, nein, in Selbstgesprächen wäre ich nicht zu denselben Erkenntnissen gekommen. Aha. In mir steht hier eine Persona auf. Natürlich spricht die Föhre nicht so wie meine Nachbarin, also ich höre sie nicht so wie meine Nachbarin, das wäre in der Tat bedenklich. Aber es ist nicht ein Selbstgespräch. Und es war sehr berührend für mich. Ich war am Anfang ja auch, es haben mir Leute abgeraten und gesagt, naja, was die Gespräche mit einem Baum, das ist schon eine Weg. Naja, du hast dich schon mit dem Kastaniengedicht bekanntlich. Nein, aber ich habe, also wir Menschen sind Teil der Natur und das haben wir natürlich vergessen und verdrängt. Wir glauben, die Welt gehört uns. Dabei gehören wir zur Welt. Aber das macht einen Unterschied, wenn ich diese Haltung habe. Wir haben einen Haltungsschaden als Homo sapiens. Auch die Aufklärung. Ich bin ein liberaler Parteigründer. Ich stehe auf den Schultern der Aufklärung. Hat uns so viel gebracht. Die Zentralheizung, meine erste Generation Zentralheizung. Super, gehen wir nicht zurück. Wir fliegen auf den Mond. Wir bauen Häuser. All das wollen wir nicht zurückgeben. Aber wir leben die Aufklärung in einem seelenlosen Exzess. Ja, das, der Mann muss Politiker bleiben. Ja. So wie der redet. Das ist, und dann müssen wir ja gleich die Partei wählen. Ja, bitte, du hast da gerade eine Wählerin kreiert, die aber in Österreich nicht wählen kann. Also, wir machen das gemeinsam. Genau. Also nein, wir müssen in eine andere Haltung kommen. Und wenn ich in dieser neuen Qualität der Verbundenheit bin, dann kann ich auch keine Panzerkriege führen, dann kann ich die Umwelt nicht schänden, dann bin ich aber auch dort, wo Albert Einstein schon war, dann bin ich dort, wo Mahatma Gandhi war und sagt, ich kann dir nicht wehtun, ohne mich selbst zu verletzen. Das wird natürlich dann als restlos naiv abgetan, gerne. Also Armin Wolf von der ZIP2 hat gesagt, er leitet dich dann ein mit dem Buch, wenn die Schwarzföhre mitkommt und auch spricht. Ich soll zu dir gehen. Ja, genau. Jetzt bin ich da. Jetzt bist du da. Ja, die sind natürlich auch teilweise, sind sie sehr in ihrem Beruf. Und ich habe ja auch einen anderen Anteil in mir. Ich bin natürlich auch Homopolitikus und der schaut ein bisschen anders drauf. Aber grundsätzlich, der Zuspruch ist riesig, da bin ich bei Ihnen. Auf Twitter gab es eine Serie von Shitstorms. Nur das sind viele Intellektuelle, die die groben Verwechslungen unterliegen. Die versuchen die Selbsterhöhung durch Fremdabwertung, die gehen hier in die Häme, weil sie verwirrt sind in diesem Jahr.